glaube, was uns als Individuum und als Gesellschaft wirklich noch stärker bewusst sein muss, ist, wir leben in einer Revolutionszeit, in einer Zeit, in der grundstürzende Veränderungen stattfinden. Wir können sie mitgestalten, aber wenn wir nicht als Gesellschaft bereit sind, sie demokratisch und rechtsstaatlich geordnet mitzugestalten, dann werden diese Entwicklungen von Kräften und Personen gestaltet, die das, was uns lieb geworden ist, nicht mehr so zurücklassen. Also deswegen glaube ich, dass wirklich höchste gesellschaftliche Aufmerksamkeit geboten ist. Denn Digitalisierung sorgt dafür, dass zusammenwächst, was bisher nicht zusammengehörte. Und wir müssen wirklich die Freiheit, aber auch das Gemeinwesen verteidigen. Ich glaube, dass Digitalisierung ohne eine ethische und eine gesellschaftliche Begleitung, ja Mitgestaltung gar nicht stattfinden kann. Aber das wird auch nur funktionieren, wenn man nicht auf der einen Seite in die totale maschinenstürmerische Protestkommunikation abwandert oder andererseits alles das nachbetet, was irgendwelche Stakeholder im Feld auch schon längst vertreten. Sondern es muss darum gehen, dass man nach Verantwortungskriterien schaut, wie man die Digitalisierung gestalten kann. Und da muss der Einzelne im Mittelpunkt stehen, seine Würde, seine Freiheit. Da muss aber auch die Gemeinschaftsfähigkeit, da müssen Gerechtigkeit und Solidarität bedacht werden. Und da sollte auch die Umwelt nicht unberücksichtigt bleiben.